Meine sehr verehrten Herren und Damen, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem Unterhaltungsprogramm der Extraklasse bei unserer geliebten Komödie, der Bendy und der Gerät. Unser Protagonist befindet sich noch immer im Atelier und in vergessenen Produktionsstätten. Wird er es schaffen, dieser Hölle zu entkommen und das dunkle Geheimnis über der Gerät aufdecken? Erfahren Sie es vielleicht schon in dieser Episode. Beschweren kann man sich da nochmal. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bendy and Think Machine ist zurück mit dem brandneuen Chapter 3, was wir uns jetzt gemeinsam genüsslich reinziehen werden. Und meine Herren, das hat ja hier eine ganze Weile gedauert. Ich bin in der Zwischenzeit nicht nur verstaubt, sondern mich mussten sie auch schon dreimal wieder aus der Gruft ausbuddeln. Ich hoffe, das war's wert. Lasst es uns herausfinden. Na dann mal hoch, die müden Knochen. Ich frage mich, ob jetzt jedes Kapitel damit anfängt, dass wir irgendwo random rumliegen und dann auf einmal aufwachen. Unsere Frau macht sich allmählich Sorgen, das Essen wird so langsam kalt. Hängst schon wieder viel zu lange rum mit deinen Tintenfreunden. Gar nicht wahr, Honey. Wo haben wir es denn uns hier überhaupt gemütlich gemacht? Ah, auf einer Zeichnung von einer Pritsche, ja, der Klassiker. Dude, ich will ja nicht sagen, hier hängt eine Hängematte, aber was weiß ich schon. Eins auf jeden Fall, dass ich definitiv so eine Bendy-Uhr möchte. Nein, ohne Scheiß, wer mir diese besorgt, wird für immer und ewig in meinem Herzen als Held verzeichnet sein. Dankesgrüße gehen raus im Voraus. So Leute, die Instruktionen sind eindeutig. Wir dürfen dieses Etablissement verlassen, also werden wir mal kräftig austreten. Noch vor dem Jumpscare, versteht sich. Dann wollen wir doch mal schauen, welchen ominösen Klecksereien wir hier diesmal auf die Spur kommen. Ach, hier haben wir immerhin die Toiletten gefunden. Ja, die habe ich in den letzten zwei Kapiteln schon gesucht, wenn ich ehrlich bin. Schönen guten Tag. Oh! Polizei! Unangekündigte Inspektion! In meinem Job muss man damit leben, dass sich die Leute eben manchmal auch nicht unangekündigt inspizieren lassen wollen. Ich möchte bitte dazu auch keine Fragen beantworten. Boris, moin! Na, hast du schon zwei kühle Bierchen bestellt? Irgendwas an dem Kerl ist merkwürdig. Darf ich an deiner Nase buken? Vielleicht ist ihm das zu wenig musikalische Unterhaltung. Besser? Das Merkwürdige ist nicht mal, dass der Typ hier sitzt und im Takt der Musik, die jetzt gerade ausgegangen ist, mitwippt, sondern dass er ja eigentlich auseinandergenommen war. Das macht mich irgendwie nervös. Das gefällt mir irgendwie alles nicht ganz so richtig. Wow! Achtung, Epilepsiegefahr, by the way. Haben die Betreffende wahrscheinlich gerade schon mitbekommen. Ach, die Klinke fehlt. Boris, wahrscheinlich hast du die Klinke, oder? Gib's zu. Und wahrscheinlich sind das da draußen noch deine Unterhosen. Gib alles zu, sofort. Dann können wir uns weiteren Ärger ersparen. Hey, buddy, using that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? Was? So. Let's see what we got. Find soup for Boris. Okay, dann finde ich. Oh, die habe ich gerade aufgegessen, falls du die Schinkensuppe meinst. Ich kann dir aber hier noch schnell was zaubern, wenn ich. Also, so viel Zeit habe ich auch noch. Das Frikassee zu Hause ist sowieso kalt, von daher. Ah, hier. Ich hab was. Ich hab die nicht gerade getrunken. Nein, nein, das hat sich nur so angehört. Mist, ich hab's wahrscheinlich doch getan. Verdammt, ich muss mich echt zusammenreißen. Oh, ach so, da habe ich ja zufällig wohl noch eine in meiner Schatztruhe. Ja, ich konnte die zwei, die ich eben da draußen gefunden habe, leider nicht mehr nehmen. Die waren schon abgelaufen oder so. Hier, bitteschön. Ach, kochen soll ich sie auch noch, oder was? Hast du nicht noch ein paar Schlüpper zum Waschen? Okay, Sef mal wieder im Hausfrauenmodus. Ja, jetzt guck nicht so. Ich mach das gerne. Ein Dankeschön würde auch reichen. Oh, gimme, gimme. Here you go. What the fuck? Oh, Dankeschön. Wow, du hast exzellent verpackt. Du kriegst eine 5-Sterne-Bewertung von mir. Leave the safe house, tip, use the lever. Okay, ja, das habe ich gerade schon kapiert, Spiel. Dankeschön. Achtung, willst du wirklich das Safe House verlassen? Du kannst nicht zurück. Let's see what's out there. Don't wander off. Möchte ich das wirklich verlassen? Keine Ahnung. Boris? Was? Oh, hi. What the fuck? Wie machst du...
Die Sache ist, wieso sollte ich das Ding hier nicht verlassen wollen? Gibt es hier noch irgendetwas zu tun? Ich weiß nicht. Oder weist mich das Spiel nur darauf hin, dass es Areale gibt, zu denen man nicht zurück kann im Spiel? Oh, keine Ahnung. Ich mach das einfach mal. Ich will ja weiterkommen. Ansonsten hast du bestimmt noch irgendwo ein Schalterchen einstecken, oder, mein Freund? Wow, ist das geil gemacht, ey. Dass der hier mit mir kommt und so, finde ich schon arg fett, muss ich sagen. Gucke nicht so erwartungsvoll. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Oh, das ist der Booth von der Sängerin. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich eingesperrt wie in einem Plumpsklo, Alter. Ein mächtig stinkendes Plumpsklo. Ich sollte das austesten, um mich hier zu verstecken, nicht wahr? Ich glaube, ich kapiere. Oh. Looks like it's really dark up ahead. Ja. Let's find some light. Oh, zufälligerweise steht hier Licht rum. Wer hätte es denn gedacht? Da hat er sich auch das extrem handlichste Licht ausgesucht, was er so finden konnte, ja. 1912 lässt grüßen. Das war die erste Lampe kurz nach der Erfindung des Lichts, Freunde. Die wird jetzt hier von Generation zu Generation weiter vererbt. Ach du Kacke, was ist das hier alles? Das Ding ist super groß, vor allem. Tintenfässer. Irgendeine krasse Maschinerie, die bestimmt was mit der Ink Machine zu tun hat. Aber dafür kenne ich mich leider zu wenig aus, oder? Noch zu wenig. Hast du das gehört? Did you hear that? Yeah, me either. Yeah, okay. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Dankeschön für deinen ausführlichen Kommentar. So, aber herzlich willkommen als Gesprächspartner. Die Bendy-Figuren links und rechts machen mich unglaublich nervös. Der hat doch beim letzten Mal diesen Kidnapper umgebracht, oder? Zumindest hat sich das so angehört. Im letzten Kapitel, als er versucht hatte, ihn irgendwie da den inneren Teufel auszutreiben oder so ein Scheiß. Das sieht mir ganz stark nach Falltür aus. Du gehst another bitte vor. Dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Talk to Boris. Nochmal, weil der hat mich gerade nicht gehört, oder? Oh. Gefährten sollte man haben, nicht wahr? Was? Okay, ciao. Ach so, der macht jetzt hier irgendwas auf, oder? Verstehe. Könntest du dich ein bisschen beeilen? Oh Mann. Und schon haben wir es wieder geschafft, Leute. Wir sind allein. Und unsere Lampe hat auch den Geist aufgegeben. Alles andere als beruhigend. Himmlische Spielzeuge. Wow. What the fuck? I don't remember any of this. Ja, das glaube ich dir, Kumpel. Übelst große Figuren von den Charakteren dieser Serie und was auch immer das ist, der Tintenturm oder was. Das Heiligtum einer jeden Produktionswerkstatt, Freunde. Was zum Teufel, ey. Das ist schon so beeindruckend gemacht, ne? Nein, wer ist das? Das ist das Lied von der Dame. Aber es ist nicht von ihr gesungen. Sondern von irgendeinem männlichen Individuum. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Weil das ein Videospiel ist. I don't be seeing what the big deal is. So what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he could be telling me what I'm to be doing with this warehouse I got full of that angel whatchamacallit. Not a scrap of that mess, he said. You'd probably have to melt it all down to be rid of it all. Okay, ich glaube, er oder sie hat gerade von den Alice Angel Spielzeugen gesprochen oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier sind doch bestimmt noch ein paar nützliche Hebel drin, oder Boris, was hast du dazu? Hier, diese wahrscheinlich. Und aus irgendeinem Grund hat sie die nicht gemocht, warum auch immer. Und sprach davon, dass man das einschmelzen sollte. Okay, der Plan sieht folgendermaßen aus. Ja, wir nehmen einfach diesen unglaublich clever platzierten Schrank und schieben ihn mal dezent woanders hin. Die Frage ist wie. Sicherlich mit der klammheimlichen Betätigung irgendeines ominösen Hebels. Oh, hier ist noch so ein Schränkchen. Oh, fuck. Gibt es hier etwas, wovon ich mich verstecken sollte? Wenn ja, dann hoffe ich, ist es noch nicht da. I do mind.
Ah, der Arbeitszeiteneinchecker. Jetzt habe ich auch erstmal gerade kapiert, wofür das gut ist. Das hat er nämlich auch in der Steam-Version von dem ersten und zweiten Kapitel eingefügt. Und ich glaube, das sind wie Checkpoints, wo man ja quasi speichern kann. Das würde ja auch absolut Sinn machen. Warum ging dieser Hebel eben nicht so betätigen? Willst du eigentlich mich völlig veralbern spielen? Oh. Der Strom fließt mit atemberaubender Geschwindigkeit hier hin und her, Freunde. Wait. Hier ist irgendwas. Ah, das blockiert das. Stehe, was war das? So eine kleine Puppe oder so? Hier hat es auch geleuchtet. Irgendwie hat hier überall was dazwischen gestopft, dass das Ding nicht mehr läuft. Ist die Frage, können wir das jetzt bedienen? Nein, noch nicht. Hier ist noch was. Die kleinen Figuren, die stecken hier überall drin, ne? Da oben auch noch. Und let's go, buddy, let's go! Hättest du auch in die andere Richtung gehen können? Okay, bye! Oh Mann, ich hoffe, dass das hier nicht zu groß wird. Hallo, Süße? She's quite a girl. Möchtest du mich mit deinem lieblichen Gesange beglücken? Wenn ja, können wir das auch verschieben vielleicht? Ist gerade ein bisschen ungünstig. Zu Hause wartet das Frikassee. Ah! Was zum Teufel? Eine abgefuckte Scheiße, Mann. Okay, ich nehme mal an, die Antwort auf die Verschieben-Frage hat sich soeben als Nein herausgestellt, oder? Ich soll einen neuen Ausgang finden. Das probiere ich ja schon seit 3000 Stunden, seit ich in dieser verrückten Anstalt hier angekommen bin, ey. Meine Herren. The Angel, the Demon. Oh, shit. Was für eine geniale Stelle, Mann. Verdammt, wie entscheide ich mich? Zum Dämon oder zum Engel? Dreams come true. Okay, ich gehe mal den Weg, der am wenigsten vertrauenserweckend zu sein scheint. Oh ja, okay, gut. Mhm. So habe ich dann meine Entscheidung getroffen. Ja, okay. Verdammte Axt. Ich frage mich, ob was anderes passiert, wenn wir den anderen Weg gehen. Da lohnt sich vielleicht ja nochmal, das normal zu spielen. There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. That's how I got started. Just a pencil and a dream. We don't want everything. Without even having to lift a finger. They say, you just have to believe. Belief can make you succeed. Belief can make you rich. Belief can make you powerful. Why, with enough belief, you can even cheat death itself. Now, that is a beautiful and positively silly thought. Das ist interessant, warum dieses Wort Glaube so betont wurde. Vielleicht hat es was mit der Erklärung dieser Story hier zu tun. Ich meine, wir sind ja immer noch in einer Produktionsstätte für irgendeine sehr, sehr alte Kinderserie offensichtlich. Und irgendetwas ist ja hier passiert, dass diese Viecher offensichtlich irgendwie alle lebendig geworden sind auf einmal. Irgendwelche dunklen Rituale oder so. Das finde ich schon ein enorm geiles Setting, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr kreatives Game, Freunde. Aber ich fürchte, die Antwort wird wie immer noch irgendwo im Verborgenen liegen. Und selbst am Ende nicht ganz klar werden. Grüß dich! Möchtest du... Boris! Oh, you scare me to death. Du Arschloch! We found anything we can use to protect ourselves with. Zum Beispiel dies hier. Gimme, gimme! Voll die Fresse! Wovor eigentlich beschützen, mein Dude? Oh Mann. Ist das so eine Art Lagerraum hier auf... Oh, hier kann ich mir doch einen aussuchen, Leute. Das ist eure Chance. Jetzt könnt ihr mir eins besorgen. Aber kommt nicht auf die Idee, ich besorge euch als Gegenleistung irgendetwas anderes. Nein, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Und ich glaube, jetzt weiß ich, warum die Frau oder der Typ oder was auch immer da vorhin gesprochen hat, diese Dinger so tunlichst einschmelzen wollte. Ich kann es eventuell nachvollziehen gerade. War da gerade ein Geräusch? Boris? Looks like to open this, we need to throw two levers at once.
You get this one. I'll find the other. Okay, okay, du den einen Schalter, ich den anderen. Kapische. Einer meiner leichtesten Übungen, zufälligerweise. Der ist bestimmt nur 3000 Kilometer weit weg, ja. Das ist, da hat man sich gut was überlegt bei der Konstruktion dieser Anstalt hier. Oh, hier. Ah! What the fucking hell? What the... Oh Gott! Muss ich das kaputt schlagen? Was zum Teufel ist das? Boris, help! Ich stecke in Schwierigkeiten! Also... Du bist aber ganz schön hässlich, mein Freund. Und ganz schön tot. Hast du das gesehen? Ja, ne, war ganz schön beeindruckend, ja, meine Performance, nicht wahr? So, kommen wir zurück zu der ominösen Hebelsache. Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Find a new exit. Das versuche ich doch die ganze Zeit. So, jetzt. Ja, komm rein, Buddy. Nein! Nicht Buddy blocken. Ach, dankeschön. Schön, dass du so gut mitmachst, ja. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier absolut nicht sein. Ich habe das Gefühl, der Ausgang liegt in einer ganz anderen Richtung. Ich meine, ich könnte mich auch täuschen. Ich kenne mich ja nicht aus. Ist ja nicht so, dass ich hier mal gearbeitet hätte oder so. Aber der scheint irgendwie zu wissen, wo er hin muss. Ich gehe da nicht drauf, Alter. Du gehst da drauf. Aber sowas von. Ja, mach das mal, Buddy. Mach das mal. Okay. Mann. Dankeschön. Oh, hast du schon meinen Channel abonniert? Date with an Angel. Visit Alice Angel on Level 9. Ich soll die Verrückte treffen, oder was? Die schreit mir doch wieder die Ohren voll. Ja. Da haben wir uns aber eine schöne Suppe eingebrockt hier. Hast du kapiert? Suppe und so weiter, ne? War gut. War nicht so toll? Ach, come on. Hab mir Mühe gegeben. Hör auf, dich zu beschweren. Bessere Witze kriegst du hier nicht in dem Video. There's a whole twisted world out here. Oh, da unten. Da unten. Ich möchte das sofort anfassen. Ich möchte das sofort unsittlich berühren. These blasted elevators. Sometimes they open, sometimes they don't. Sometimes they come, sometimes they keep on going to hell and back. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Okay, die Elevators hier sind auf jeden Fall irgendwie unglaublich random. Schon zu Hochzeiten dieser Werkstatt hier. Und, Boris ist mir mal wieder 5 Schritte voraus. in Ordnung. Ich hab mein Eisenrohr parat, ja. Also, ich bin auch geübt am Rohr, ja. Macht dir keine Sorgen. Das bist nicht du. Das ist eine Attrappe. Das ist ein Bild von dir. Boris, Alter. Wohin des Weges? Der hat's aber eilig, ey. Oh, was? Hä? Ja, du bist auch baff, ne? Kannst du dazu bitte eine Erklärung abgeben? Was ist das zum Teufel passiert hier? Ich kann das absolut nicht mehr einordnen gerade. Die hat sie alle auseinandergenommen? Um sich selbst besser zu machen? Wer ist sie? Okay, das ist krank. Dann ist Boris hier doch die einzig gute Seele. Oder wie darf ich das verstehen? Boah, ich glaub nichts, ey. Sick, ey. Okay, du kannst da jetzt weiter rumstehen, du könntest aber auch mitkommen. Oder du trauerst deinen verstorbenen Blutsverwandten nach. Who would have thought? Me, having lunch with Joey Giroux. Apparently times are tougher than I thought. For a moment there, I thought I'd be stuck with the check. But I gotta say, he wasn't at all what I expected. Quite the charmer. He even called me Alice. I liked it. Oh, das ist sie, ne? Diese Susan, oder wie sie heißt? Die hat die Stimme quasi verkörpert. Die Frage ist, was ist der Zusammenhang hier zu der wirklichen Welt?
Oder geht's genau darum? Boah, sieht das krass aus. Oh, hi. Würdest du das lassen? Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart? Nö, das machen wir nicht. The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here. Oh nein. Trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Dieses Kapitel ist so verdammt krank, Mann. Screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. The first time I was born from this inky womb, I was a wiggling, pussy, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. Okay, irgendein böser Fluch, der auf dieser Tinte liegt und irgendwelche Höllenwesen hervorbringt. Aber das ist zu einfach. Ach natürlich, die lässt mich einfach so gehen, das glaubst du doch wohl selber nicht, Herzchen. Na komm, dann sag mal an, was ich zu tun habe. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. Alright, ich gehe zurück zu den random elevators. Ist in Ordnung. Verdammt, ich dachte, ich kann es kaputt schlagen, wie diese Bendy-Figur mit meiner Axt. Aber es will irgendwie diesmal nicht. Was soll ich denn jetzt schon meine Aggressionen rauslassen, hä? Boris! Oh, wo bist du hin? Oh, Boris, ich bin ganz lieb. Ich verspreche es dir. Und ich bin fast lieb. Das kann ich dir zumindest versprechen. Oder ich war mal lieb. Doch jetzt leider nicht mehr. Aber hier irgendwas drin, Mist. Ich dachte, ich kann mir da so wieder mal ein Süppchen gönnen oder sowas in der Art. Fick dich. Die Geschwollenen? Die Geschworenen kenne ich nur. Oh, na klasse. Als ob ich da nicht drunten durchpasse. Oh, wirklich jetzt? Was ist das? Oh yeah, eine Spritze? Collect extra thick ink. Extra dicke Tinte. Und dann? Oh, damit kann ich jetzt schlagen oder was? Oh hell yeah. Darf ich bitte mein Eisenrohr wieder zurückhaben? Oh, ah so, ich soll das von denen abziehen, deswegen. Verstehe. Verstehe. Ja, ja, ich bin ganz vorsichtig. Oh, da habe ich aber Angst. Okay, wenn der Ink Demon kommt, dann soll ich mich verstecken. Okay, gut. Ich werde es ja noch herausfinden, oder? Ach, verdammte Axt. Hi. Oh, na, allerseits? Wie ist der Abend? Feuchtfröhlich? Na, da kann ich euch behilflich sein. Juhu. Ja, komm, Mann. Ich hab dich gesehen. Du brauchst dich jetzt nicht verstecken. Brauchst jetzt nicht so tun, als hätten wir nicht das Vergnügen hier haben können, oder? Geht's denn mal hier? Das hat sich doch gerade erst alles geöffnet. Oder bin ich einfach nur blöd auf beiden Augen? Oh! Hi, Donald! Es tut mir leid, dich töten zu müssen. Okay, das war interessant. Sehr, sehr actionlastig, um genau zu sagen. Was ist das? Es geht mich auch gar nichts an, oder? Komme ich denn hier hin? Ach so, das sind die Treppen in die Stockwerke. Aber das sieht aus, als würde es irgendwie außen irgendwo lang gehen, oder? Das ist doch nicht das, wo ich hergekommen bin. Was ist hier Phase, ey? Kann ich nicht das hier aufsaugen, oder ist das nicht extra dicke Inke? Ist es nicht extra dicke Inke hier, oder was? Oh,
fuck me. Oh mein Gott. Wie groß das hier ist! Nein, jetzt hör auf rumzubrüllen. Oh Gott. Ich bin doch Beste im Tintenbekämpfen, oder? Fast gestorben. Hier ist noch so ein Teil. Ich werde dieses Mal unglaublich nervös, ey. Hier kann ich mich verstecken vor dem komischen Teufel, oder? Ich verstehe, dafür sind die gedacht. Das heißt, ich muss aber auch überall nochmal rein. Was zum... Oh nein.